Hallo und herzlich willkommen hier zurück in Turmoil. Ich hab mir gar nicht überlegt, was ich sagen will. Auf jeden Fall, wie ihr oben links seht, wir haben wieder nur 3% Aktien. Irgendwie speichert das Spiel nur Aktien, wenn man danach weiterspielt. Also müssen wir es jetzt so machen, dass wir Aktien immer am Anfang von einer Folge ersteigern oder nicht ersteigern. Sonst ist die ganze Arbeit immer für den Arsch. Deshalb gehen wir nochmal schnell in die Stadthalle. Ich habe gerade im Video nachgeschaut, wie viel wir damals gezahlt haben. Es waren 32.000, deshalb schauen wir mal, ob das nochmal klappt. Wäre das schon mal gut. Und tschack, haben wir wieder. Passt. Von da ist es jetzt einmal egal, aber das müssen wir uns merken. Stall. Nee, brauchen wir nichts. Werkstatt. Ach, wir haben ja kein Geld. Wir haben ja kein Geld, da holen wir uns jetzt ein schönes. Erstmal Saloon schauen. Oh no. 63er Preis ist nicht überragend. Suchst du eine. Ja, ich habe keinen Diamanten, du Arschloch. 63er Preis, halt recht günstig, ne? Da kommt immer. Ach, scheiß drauf, das ist mir zu wenig. Billig. Landauktion. Okay. 18er Feld, das heißt, das könnte schöner Müll sein. An sich könnte hier alles schöner Müll sein. Das hier könnte höchstens noch. Ja, das war klar. Ja, logisch. Was nehmen wir denn dann? Ja, das hier wird dann so auf die 30 zugehen. Nee, das wird auch runtergehen. Ne, dann. Wie viel kosten das hier? 6.000, oder? 5.000. Okay, ja, gut. Zahlen wir diesmal ein bisschen mehr, was wir eigentlich nie machen, ne? Selten. Was Besonderes. Hoffentlich lohnt sich's, hoffentlich lohnt sich's. Gut, wir haben sehr wenig Geld und jetzt müssen wir erstmal die falsche Taste drücken. Wo waren denn die Virtual Routengänger? D, ich vergesse es immer wieder. Der Preis rechts ist gerade gut. Das heißt, wir kaufen schon mal zwei Pferde. Gut, und jetzt schon mal R. Bereit drücken, da pfeift einer. Du bist näher dran. So. Komm, find was. Jawohl, stopp, stopp, stopp. Hallo, halt, halt. Gut. So, wir bohren hier gleich dick rein. Aber nicht ganz dick, das soll erstmal reichen. So, und jetzt halt fangt an. Schnell ein bisschen Geld verdienen, damit wir dann schon mal ein bisschen hier weitermachen können. Du bohrst bitte. Ja, du bohrst nicht ganz so weit, du bohrst bis hier. So, ich würde sagen, da kaufen wir uns noch schnell zwei Pferde und verkaufen komplett hier drüben. Und hier sind wir auch drin. Sehr gut. Ne, wir bohren nicht für 100 Dollar weiter. Ich würde trotzdem rechts mal so weit verkaufen, bis der Preis bei 70 ist, ja. Genau. Damit wir schon mal ein bisschen Geld haben. Und da auch. Hier jetzt mal schnell wie möglich, so viel wie möglich. Ja, hallo. Was ist los mit euch? Ja, hallo, ihr steht doch dort. Gibt's doch nicht. Sehr gut, ist wieder leer. So, der Preis ist jetzt unter 70, ne? Die ganzen Pferde lassen wir mal noch verkaufen. Auch wenn es jetzt nicht so viel Geld bringt, leider. Das ist natürlich immer schön, wenn man sich so eine 80er, 90er Preis dauerhaft kaufen kann. So, und jetzt bauen wir uns den Silo hin. Und wir haben noch Geld zum Aufstocken, wunderbar. Dann macht man schnell das Silo voll und wir warten auf einen guten Preis. Bevor wir wieder Münchelroutengänge oder irgendwas losschicken. Ne, hier passt keins mehr rein. Hier passt nur eins und hier. Hier doch, da kriegen wir genug hin. Gut. Na, ich würde dann ja Münchelroutengänge losschicken, die lohnt ja nicht. Ich meine, wir können uns ja nichts leisten. Ja, da. Merkt man doch schon, wie geil es ist, wenn man den festen Preis sich kauft. Auch wenn das manchmal 8.000, 9.000 Dollar kostet. So ein 90er Preis. Aber das ist schon geil. Man spart sich Geld bei den Silos, wobei die recht günstig sind. Und man hat da durchgehend Geld eigentlich. Nicht so wie jetzt. Eine Flaute. Und der Preis links wächst gerade ein bisschen an. Der wächst gerade ein bisschen an. Ist ganz gut. Das Problem kann doch gleich werden, wenn wir gleich verkaufen, dass die Silo verkaufen und dann irgendwas überläuft, ne? Wann beginnen wir denn links zu verkaufen? Bei einem Dollar? Ich würde sagen bei einem Dollar. Ah, 97, 98 ist meine Maus. Hier ist meine Maus. 99 und? Ein Dollar. Rechts steigt es auch gerade. Links bleibt beim Dollar stehen. Naja, 1 Dollar 1. Jetzt können wir mal noch einen Münchelroutengänger losschicken. Und uns noch ein paar Pferde gönnen. Und dann
komplett nach rechts wechseln. Du hast was gefunden, das freut mich. So, dass noch ein Silo reinpasst. So, wunderbar. Darf's ein bisschen weiter runter bohren. Der Preis da drüben ist gut. Dann haben wir jetzt gleich noch das. Und noch Maximum an Pferden, was geht. Genau, jetzt alle verkaufen. Und wir gleich schon ein bisschen Geld haben. Gut, und du findest nichts. Natürlich findest du nichts. Wäre langweilig, wenn er was findet, oder? Was ist das denn da? Karte. Ne, kein Karte, eine Klammer. Ein Stein. Boah, $57. Ne, warte, wir machen einen Scan. Ah, das sind zwei Felder. Das wird vorne hier hin. Ach, leg mich am Arsch. Dann bohren wir hier hin und hier hin. Ich kann mir schon mal upgraden. Preis 16 immer noch gut, ne? Achso, dann können wir hier mal ein bisschen runterbohren lassen. So. Euch beide können wir auch. Moment, können wir hier eigentlich, wenn wir hier einen Dreier mal machen, können wir hier mit voller Geschwindigkeit pumpen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Also, klatschen wir mal noch einen Sieger rein. Wünschelroutengänger war F, ne? Ne, nicht F, D. D. Ich brauche mal noch zwei. Ich würde echt gerne einen Diamanten finden. Genau, jetzt können wir hier mit voller Geschwindigkeit pumpen. Das ist cool. Auch wenn hier ab und zu mal ein Stückchen Luft drin ist. 86. Wettgepfiffen, du. Wir warten schnell bis 80. Weil gerade haben wir eigentlich genug Geld. So, hier kann ich ja nichts hinbauen. Geh weg. Kann ich ja dich eigentlich hier hinlaufen lassen? Interessant, dass er eins gefunden hat. Das ist ja noch weit unten. Das müssen wir uns merken. Da ist ein Stein wieder. Ja, ist direkt unter dem Stein. Das ist ja klar. So, hier ist leer. So mal. Maulwürfe können wir ein paar losschicken. Hier ein. Hier ein. Hier ein. Da noch ein. Hier noch ein. Hier noch ein. Da schade jetzt nie. Ja auch nicht. Ja auch nicht. Hier haben wir einen und hier noch einen. So. Haben wir jetzt mal ein paar Maulwürfe losgeschickt. Vielleicht finden sie ja was. Die Preise sehen gerade nicht so gut aus, deshalb brauchen wir noch ein Kilo. Wobei hier ist schon leer. Können wir hier nicht mal schnell auf 3 upgraden? Unten ist scheinbar was. Hm. Können wir hier schon mal reinbohren? Ich hätte von ihm was reinbohren können, wobei es wäre egal. Das wäre ja egal. Achso, hier ist unser Silo wieder voll. Ja, noch mehr. Traden wir ab. Menschenroutengänger, lassen wir nochmal einen losgehen. Aber mit dem Maulwurf ist gar nicht so schlecht. Können wir die nochmal upgraden oder sind wir da schon am Maximum? Kann ich nochmal upgraden. Machen wir das nochmal. So, Preis rechts weg gerade gut. Kaufen wir uns immer noch Schnelligkeit. So. Der Menschenroutengänger läuft rum. Boah, der Preis ist nur bei 90. Kaufen mal kurz ein bisschen was, damit wir Platz im Silo haben. 88. Komm, schnell, schnell weiter. Noch ein bisschen was kommt. Ja, jetzt haben wir wieder zwei Silos, die fast leer sind. Das ist gut, können wir wieder auf gute Preise warten. Aber sonst könnte es sein, dass das Feld schon leer ist, ne? Menschenroutengänger. Ah, er sucht noch. Sehr gut. Er gibt die Hoffnung nicht auf, das gefällt mir. Was trinke ich eigentlich gerade? Irgendwas Maracuja-mäßiges, glaube ich. Stand zumindest drauf. So. Und er haut ab. Okay, das heißt, wir haben hier nichts mehr. Lass uns nur noch das leerpumpen. Noch schnell hier ein Morgophin schicken. Und hier waren wir auch noch nicht. Vielleicht finden wir auch blöd einen Diamanten. Wo spule ich vor?
X. X. Links der Preis steigt gerade. 1 Dollar 1, 1 Dollar 2, 1 Dollar 3, 1 Dollar 8, 1 Dollar 9. Jetzt wird langsam. Jetzt überall verkauft. Vollgas. Hab ich zu lange gewartet, oder? 1,8, ja, das Preis sinkt wieder. Egal, Moment, halt, stopp. Ah, halt, stopp. Der Preis hier drüben wäre gerade gut. Jetzt verkauf mal. Nicht, dass ich wieder zu lang warte. 1,16, 1,17, 1. Oh, perfekt, das war perfekt. Machen wir sowas? Ne, das war's. 27.000 Gewinn. Ja, wir haben 5.000 für. Diamant irgendwo? Nein, wir haben 5.000 Dollar für das Grundstück gezahlt. Das ist hier eigentlich gar nicht aufgeführt, finde ich schade. Ja, trotzdem. Ganz gut Profit. Wäre zu den anderen Bahnhausen. Ja, die zahlen teilweise mehr fürs Feld, als sie rausholen. Ist ja peinlich, ist ja peinlich. So, was wollte ich eigentlich noch schauen, ob wir den Maulwurf noch verbessern können? Können wir nicht, schade. Doch, das ist der Maulwurf. Achso, sie sind schneller. Ja, das ist mir Wumpe. Wenn wir Zeit, ne? Stadthalle. Ja, genau. Die müssen wir jetzt immer in der. Am Anfang von der nächsten Folge machen. Wieso habe ich jetzt eigentlich 7%? Hatte ich vorhin nicht 3? Habe ich auch 4% geboten. Ja, da hat wieder jemand nicht schnell hingeschaut. Sehr gut. Das war es eigentlich schon. Gucken wir jetzt, ob er flott wird. Fabrik haben wir hier irgendwas? Wo ist meine Maus? Ich sehe meine Maus nicht hier. Timer, Bank, interessiert mich nicht. Saloon. Schauen wir uns schon mal für die nächste Folge an, was wir hier haben. Spielage ist das, oder? Ah, ne, Zinsen. Ja gut, Zinsen brauchen wir nicht. Ich habe keinen Diamanten, leider. Mein Gott. Ja, drückt mir die Daumen, dass wir in der nächsten Folge Diamanten finden, oder mal einen Diamanten finden, damit wir uns ein schönes Grundstück suchen können. Wobei, jetzt sind ja fast keine mehr übrig. Egal. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Bis dahin. Adios.